Elena, schön, dass du hier bist. Als Gerüstexpertin kennst du dich sicher bestens aus. Könntest du uns etwas über die neuen Regelungen für den Gerüstaufbau erzählen? Ja, mit den neuen Regelungen ab Juli wird da einiges auf den Kopf gestellt. Vorher haben viele Gewerke mal eben ein Gerüst hingezimmert, wie es ihnen passte. Aber jetzt heißt es, wer ein Gerüst aufstellt, muss auch als meisterpflichtiger Gerüstbaubetrieb in der Handwerksrolle eingetragen sein. Da bleibt ja kein Stein auf dem anderen, buchstäblich. Das klingt nach einer ziemlich großen Veränderung. Aber wie betrifft das die verschiedenen Handwerke, die bisher Gerüste aufgestellt haben? Genau, bisher haben so einige Gewerke ihre Finger im Gerüstspiel gehabt. Maler, Dachdecker, ja sogar Schornsteinfeger. Aber ab Juli müssen sie alle als Gerüstbauer durchgehen, wenn es ums Aufstellen geht. Da werden die Rollen einfach neu gemischt und zwar ja nicht nur auf dem Gerüst. Verstehe. Und was ist mit den eigentlichen Gerüstbauern? Betrifft das auch Sie? Ja, gute Frage. Die eigentlichen Gerüstbauer sind sozusagen ja die Meister ihres Faches, die Könige der Konstruktion. Für sie ändert sich eigentlich nicht viel, denn sie waren ja schon immer in der Handwerksrolle eingetragen. Das klingt doch nach einem klaren Bild. Und wie können sich Unternehmen an die neuen Regelungen anpassen? Ja, wenn ein Handwerksbetrieb in Zukunft ein Gerüst für einen anderen aufstellen will, ohne selber mit anzupacken, muss er sich an die Handwerkskammer wenden. Da wird dann geschaut, ob sie eine Ausnahmebewilligung kriegen können. Das klingt kompliziert, aber mit den richtigen Leitfäden, ist das machbar. Vielen Dank, Elena. Das war wirklich aufschlussreich. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für uns? Ja, immer schön den Überblick behalten, auf und neben dem Gerüst. Und wenn es mal hoch hinausgeht, nicht den Mut verlieren. Remember, wir sind alle nur auf unseren eigenen Baustellen des Lebens unterwegs.